So wie ich es aus Deutschland verstanden habe, ist mobile Jugendarbeit darüber geblieben. Und Strickwerk bezeichnet das, was wir als Szenepräsenz bezeichnen, nämlich das Rausgehen in Lebenswelt. So, Strickwerk ist bei uns der Oberbegriff. Und wir haben, also ich muss vielleicht dazu sagen, das ist jetzt in Österreich auch nicht einheitlich so. Ich kann jetzt für Oberösterreich sprechen, ein Bundesland, ca. 1,5 Millionen Einwohner, mit in Summe ca. 50 Mitarbeiterinnen, die im Bereich Strickwerk arbeiten, in verschiedenen Trägern. Wir sind der größte mit ca. 25. Und wir haben in Oberösterreich vor 10 Jahren rund einen Qualitätsentwicklungsprozess durchlaufen und haben da unser Arbeitsfeld Strickwerk definiert in 5 Bereichen. Und das, was bei euch Strickwerk genannt wird, also das Rausgehen, nennen wir die Szenepräsenz. Und das, was in Deutschland eher als Einzelfallhilfe bezeichnet wird, haben wir oder bezeichnen wir als Soforthilfe und langfristige Unterstützung. Also das geht in Richtung klassische sozialarbeiterische Methoden. Und dann gibt es, wir nennen das sozialräumliche Arbeit. Das wäre annähernd das, was Gemeinwesenarbeit als Bezeichnung oder Teilbereich von Das waren jetzt 3. Genau. Also eigentlich 4, Soforthilfe und langfristige Unterstützung sind 2 verschiedene. Okay. Und der 5. Bereich bei uns sind freizeitpädagogische Angebote und Projekte. Also was vielleicht auch in Richtung soziale Gruppenarbeit ist. Okay. Aber es gibt, das erwähne ich eines Handlungsprinzipien, die sind sehr ähnlich. Freiwilligkeit des Zugangs, Parteilichkeit, Verschwiegenheit im Umgang mit Informationen bis hin zur anderen Idee. Also das sind so die klassischen, kann man jetzt noch weiterführen, akzeptierende Haltung, ganzheitlich, mir gefällt das zwar nicht so, aber wir verwenden trotzdem ganzheitlicher Ansatz. Also das ist so mal der eine Teil. Und was jetzt ganz konkret fachliche Standards in diesen Bereichen betrifft, die werden natürlich unterschiedlich gelebt. Also, wenn wir jetzt schon das Thema vergleichen zu hier sind, was bei uns ganz sicher weniger ausgeprägt ist, ist die soziale Gruppenarbeit. Bei uns ist der Fokus, ich bedauere das persönlich, bei uns hat sich das so entwickelt, dass sich der Fokus stärker in Richtung Sozialarbeit, also Einzelfallarbeit, richtet und da dann bestimmte fachliche Standards eingefordert, etabliert wurden. Wobei das natürlich verführerisch ist, weil der Einzelfall ist ja immer das, was so konkret ist. Ach, genau. Und das andere ist so diffus. Genau. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen. Ja. Und es ist manchmal schwer, sich zu rechtfertigen vor dem Druck von außen, wenn man sozusagen nicht den Einzelfall vorweisen kann. Ja, ja. Also es hat sicher ein bisschen damit zu tun, dass der Einzelfall konkret und handfest ist. Und es hat ein bisschen aus meiner Sicht mit den Traditionen in der Ausbildung zu tun. Wie ist das Verhältnis von Streetwork zu Gemeinwesenarbeit in eurem Konzept? Ja, wir haben von der Finanzierung her schon einen Bezug. Und zwar, unser Auftraggeber ist grundsätzlich mal die Landesregierung, die uns finanziert. Und die holt sich einen Teil der Kosten aus den Bezirken wieder zurück. Das wäre jetzt vergleichbar in Deutschland mit den Landkreisen. Und in diesen Bezirken zahlt jede Gemeinde dieses Bezirkes einen bestimmten Prozentsatz ihres Gemeindebudgets in einen Topf, aus dem Sozialarbeit finanziert wird. Also das geht vom Altenheim bis eben zu Beziehungshilfemaßnahmen. Und das heißt, wenn wir eine Einrichtung in einem Bezirk haben, dass jede Gemeinde dieses Bezirkes mitbezahlt. Und es gibt natürlich Gemeinden, wo es keinen Bedarf gibt, weil die Jugendlichen, wenn sie
öffentlichen Szenen gehen, dann nicht in einer kleinen Gemeinde als Punk auftreten, sondern jetzt eher in die Bezirkshauptstadt gehen, wo sie die Möglichkeit haben, dass sie gleichgesinnt werden. Mhm. Aber es gibt von uns das Angebot an die Gemeinden, und das wird auch genutzt, dass wir sagen, wir beraten euch bei jugendrelevanten Themen. Mhm. Das heißt, eine Gemeinde zum Beispiel möchte ein Jugendzentrum einrichten, dann sehen sie wir als unseren Auftrag mit, diese Gemeinde zu unterstützen, wie das gehen kann. Mhm. Das ist so ein klassisches Beispiel, weil wir sind ganz stark im ländlichen Raum vertreten. Dass halt Jugendliche, die keinen anderen Treffpunkt haben, sich an der Bushaltestelle treffen, weil dort ist es überdacht, und dann halt um 4 Uhr in der Früh die Nachbarn die Polizei rufen, weil es laut ist und die Flaschen am Asphalt zerschlagen werden und all das. Was macht der Streetworker da? Ja, zunächst einmal hebt er das Telefon ab, weil da ist der Bürgermeister dran und der sagt, kommt, wir haben ein Problem und oder die beiden, wir haben immer kleine Teams mit 2 Personen, die sollen dann kommen und das Problem aus der Welt schaffen. Mhm. Und wir gehen dann hin und reden mit dem Beteiligten. Also das ist der Bürgermeister, das sind die Jugendlichen, das sind auch Anrainer. Mhm. Und wir fühlen uns, und das ist auch unser festgeschriebener Auftrag, mal zuständig für die Interessen der Jugendlichen. Und die Bushütte, das ist so ein Symbol, kann man sagen, für das Anliegen, einen Treffpunkt im Ort zu haben. Auch gesehen zu werden, präsent zu sein, wahrgenommen zu werden. Und wir versuchen hier zu vermitteln zwischen diesen berechtigten Interessen der Jugendlichen und auch den berechtigten Interessen der Anrainer nach Nachtruhe. Klappt das normalerweise? Naja, das klappt teilweise und dann wird das Problem dann meist entschärft dadurch, dass der Winter kommt. Ja. Mhm. Das Interessante ist, wenn ich mit Kolleginnen spreche, die so ein paar Jahre von uns weg sind, und ich treffe die dann wieder und wir reden so, im Rückblick sagen die oft, ich hätte viel konfrontativer sein sollen. Mhm. Also mir auch in die Auseinandersetzung zu geben, was abzugrenzen und was einzufordern. Also das ist jetzt nicht, das ist mir schon klar, das ist nicht dasselbe wie Hausregeln in einem Jugendzentrum durchzusetzen, aber es, glaube ich, hat ein bisschen schon miteinander